Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir sind das letzte Mal hier an der Stelle stehen geblieben. Diese Wachfrau hat scheinbar eine Aufgabe für uns. Sprechen wir sie mal an. Savak. Oh, hylianischer Besuch. Du bist hier am Nordwesttor von Gerudostadt. Wahi sind hier immer willkommen. Wir warnen alle Reisenden eindringlich vor Sandstürmen. Wer in einen hineingerät, verirrt sich hoffnungslos. Das geht selbst uns Gerudo so. Wahrscheinlich haben da die Alten in der Wüste ihre Schätze versteckt. Es ist zu gefährlich, nach ihnen zu suchen. Schätze. Viel mehr weiß ich auch nicht. In der Gerudo-Wüste gibt es Statuen, die vielleicht zu den alten Ruinen gehören. Angeblich weisen die Statuen den Weg zu einem verborgenen Schatz. Aber das ist nur Aberglaube. Und selbst wenn es so wäre, so ein Sandsturm wimmelt nur so von Monstern. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Oh, schweigende Statuen. Dort gibt es also einen Schrein. Ja, du brauchst ihn ja nicht anzuschreien. So, wir wollten mal hier reinschauen. Hier werden scheinbar die Kriegerinnen ausgebildet. Sprechen wir mal mit allen. Was haben wir denn hier? Einen Gerudo-Bogen. Scheiß, könnt ihr behalten. Was machst du hier? Dies ist der Übungsplatz für die Soldatinnen, die der Königin dienen. Besonders jetzt, da Banditen umgehen, müssen wir besonders wachsam sein. Dies ist jedenfalls kein Ort, an dem sich gewöhnliche Touristen umsehen sollten. Sorry. Sollte da vielleicht Waren aufstellen, die mich dann draußen halten. Was hat eine Fremde wie du hier zu suchen? Dies ist unser Übungsplatz. Wir befinden uns im höchsten Alarmzustand. Wenn du auf Besichtigungstour bist, geh zum Markt oder so. Was ist denn los? Tja. Du wirst es nicht glauben, aber... Warte mal. Einer Fremden wie dir erzähle ich das natürlich nicht. Das ist eine Geheimsache unseres Stammes. Wenn du eine Erlaubnis von Kommandantin Thekla hättest, sähe die Sache natürlich anders aus. Ich kann kaum glauben, dass der Donnerheim gestohlen wurde. Hey, Kotta, jetzt hör schon auf, mit Außenstehenden über unsere Probleme zu tratschen. Mist. Jetzt habe ich schon wieder Ärger bekommen. Das ist alles nur deine Schuld. Mal sehen. Habe ich etwas vergessen? Ich muss unbedingt an die Frostmelone denken. Dann noch Kühlmedizin. Oh, und Sonnencreme. Ja, so wie du aussiehst, brauchst du keine Sonnencreme. Ha, ha, Baby. Nimmt uns wirklich hart dran. Barbie oder Baby. Also egal. Aber es war auch unsere Schuld, dass die Räuber eindringen konnten. Deshalb können wir uns nicht beschweren. Ganz schön dreist von diesen Dieben, so einen hinterhältigen Plan gegen uns auszuhecken. In einem fairen Kampf hätten wir niemals verloren. Aber dieses Training. Muss das wirklich so anstrengend sein? Okay, reden wir mal mit ihr. Barbie, Baby, wahrscheinlich Barbie. Sag mal, bist du blind? Wir befinden uns auf der höchsten Alarmstufe. Fremde dürfen hier nicht rein. Hey, renn doch nicht weg. Savak. Ich habe endlich den Wohl meines Lebens gefunden. Wir haben vor kurzem geheiratet. Ich bin das erste Mal in meinem Leben glücklich, aber er ist krank, schwer krank. Wir brauchen unbedingt ein Moldora-Herz für die Medizin. Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe keine Chance, so ein Biest zu besiegen. Ich bin hier, um die Soldatinnen um Hilfe zu bitten, aber hier ist gerade viel los. Und sie haben mich weggeschickt. Moldoras sind gewaltige Ungeheuer, mit denen zu kämpfen ist. Lebensgefährlich. Eigentlich kein Wunder, dass niemand diese Gefahr für einen Fremden auf sich nehmen will. Aber ich bin gerade erst aus der Stadt herausgekommen. Ich will nicht zurück dorthin. Moldora! Moldoras sind schreckliche Ungeheuer. Nicht einmal Monster wagen es, sich ihnen zu nähern. In den Tormadünen im Westen von hier und auch weiter südlich kann man sie wohl öfter finden. Sie reagieren sehr empfindlich auf Erschütterungen und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt.
Man kann sich ihnen nicht nähern und irgendwen als Ablenkung zu nehmen, wäre nicht die feine Art. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Das ist Moldora-Herz. Also westlich von hier, hat sie gesagt. Also wahrscheinlich hier so. In der Gegend. Wir sind hier drüben noch. Hier gibt es definitiv den Schrein. Muss. Alles andere würde mich stark verwundern. Schauen wir mal hier rein. Ah, die lernen gerade. Ah, hier. Bai und Woi. Ich schau mal zu. Aufgepasst, Kinder, wollen wir dieser netten Wai doch einmal demonstrieren, was wir bereits gelernt haben. Also, ein staatlicher Woi kommt auf der Straße auf euch zu. Was macht ihr? Hier, ich. Ich winke ihm lässig zu, aber bereite mich gleichzeitig auf einen Angriff aus dem Hinterhalt vor. Geil. Sehr gut, damit hält Ampu sich alle Optionen offen. Auf einen Überfall muss man stets vorbereitet sein. Denkt aber daran, dass die meisten Woi mehr Angst vor euch haben, als ihr vor ihnen. Hier ich. Ich grüße ihn mit einem breiten Lächeln und lasse ihn dabei sehen, dass ich keine Waffe in der Hand habe. Oh, Dina, das ist vielleicht etwas optimistisch. Aber solange du dir sicher bist, dass du die Stärkere bist, kein Problem. Freundlichkeit ist auf jeden Fall der beste Weg, einen Fremden in Sicherheit zu wiegen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hau ihm eine rein, dann fessle ich ihn und schlepp ihn nach Hause. Ach, Risa. Das ist doch illegal. Geil. Großer wichtiger Schritt. Ja, nie werden so neu schlafen. Bauchmuskeln, ja, klasse Bauchmuskeln. Geil. Brauch doch keine Lektion, um mit einem Woi fertig zu werden. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Oh, ich glaube, das war schlecht, was ich gerade gemacht habe. Die sieht da ausnahmsweise mal schick aus. Rijo, Königin der Gerudo. Eine Hylianerin? Sag schon, was willst du von mir? Oh, da hast du aber etwas höchst Interessantes dabei. Du stehst vor Rijo, der Königin der Gerudo. Wenn du etwas sagen willst, sag es von dort, wo du bist. Warte, Billa. Siehst du denn nicht, dass das keine gewöhnliche Abenteurerin ist? Sage mir, wie lautet dein Name? Link also. Und du bist hier, um mit mir zu sprechen. Dann los, ich höre. Ich will in den Titan. Wie bitte? Du willst in das Innere von Naboris eindringen? Nur Recken, wie die große Urborsa, können die Titanen steuern. Und sie alle wurden vor 100 Jahren durch die große Verheerung getötet. Du sprichst wirres Zeug. Warte mal, Billa. Meine Mutter hat mir einmal etwas erzählt. Vor 100 Jahren soll die Prinzessin von Hyrule einen der gefallenen Recken in einen tiefen Schlaf versetzt haben. Dieser Recke hieß Link, genau wie diese Person hier. So unglaublich die ganze Geschichte auch klingt. Und außerdem, das Ding an ihrem Gürtel, das muss ein Relikt der Shika sein. Glaubst du, so etwas Kostbares geben sie irgendeiner dahergelaufenen? Aber unter den Recken gab es keine Hylianer-Wai, soweit ich weiß. Das heißt, du bist ein Woi. Wer gegen unsere Gesetze verstößt, ist des Todes. Aber wenn du tatsächlich ein Recke bist, sieht die Sache natürlich anders aus. Die Freunde der großen Urbosa müssen wir mit Respekt behandeln. Außerdem ist es auch in unserem Interesse, Naboris zu besänftigen. Du hast ihn doch auch gesehen.
Mana Boris stapft in einen Sandsturm gehüllt durch die Wüste und erschlägt jeden, der sich nähert, mit Blitzen. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten, doch alleine haben wir keine Möglichkeit, das zu tun. Wenn du wirklich ein Recke bist, würdest du dann nach Boris eindringen und ihn für uns besänftigen? Euer Majestät, wir wissen noch nicht, ob wir ihm trauen können. Es wäre töricht, ihm diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen, von der unser aller Leben abhängt. Sollen wir ihn nicht vielleicht zuerst einmal mit der Rückholung des Helmes beauftragen? Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Hör zu. Es gibt nur einen Weg, den verheerenden Blitzschlägen zu widerstehen. Der Donnerhelm. Heiliges Erbe der Gerudo. Leider wurde er uns vor einiger Zeit von einer Diebesbande gestohlen. Macht euch keine Sorgen. Wenn er wirklich ein Reck ist, sollte ihm das keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn du Informationen zu den Banditen suchst, die unser heiliges Erbe gestohlen haben, sprich mit den Soldatinnen. Du solltest zuerst zur Kommandantin Tekla gehen. Du findest sie auf den Übungsplatz der Soldatinnen da drüben. Ohne den Helm haben wir keine Chance, uns nach Boris zu nähern. Hihi. Ich bin jedenfalls froh, dass ein so besonderer Gast zu uns gefunden hat. Sicher hat Urbosa deine Schritte gelenkt. Donnertitan war Naboris. Okay. Hier geht's noch höher, scheinbar. Ach ja, das war ja direkt der Eingang zum Palast. Aha. Ich schwöre, es ist keine einfache Aufgabe. Okay. So, den Vorfall schon her, ja, bla bla bla. Donnerhelm, ich war die Schuld von uns war. Am liebsten wäre es mir, wenn wir fürs erste nur Gerudo in den Palast lassen würden. Du bist viel zu klein. Du bist blond. Und ohne Waschbrettbauch. Tatsächlich? Tatsächlich. Du und eine Gerudo lächerlich. Stehen bleiben. Dies ist kein Bereich, den du nach Lust und Laune betreten kannst. Wenn du nicht an Ort und Stelle aufgespießt werden willst, gehst du besser unverzüglich. Können wir auch hier klettern, ist ja nicht das Problem. Also das war kein Problem, jetzt hier hochzukommen. Untersuchung. Aha, Tagebuch einer Königin von Makela Riju. Erste Seite. Billa hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Vom heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben, aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohnehin jedes Vorzeichen der Titan war Naboris erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes, aber wohltätig sieht er wirklich nicht aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Naboris zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patricia vor einem Monster und schoss in Richtung von Naboris davon. Okay. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Billa über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herabschaute. Seit diesem Vorfall weicht Billa nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendeten Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Billa gibt sich selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführerin nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen haben sich sofort auf die Suche gemacht,
Doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unseren Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Sorry, ich musste kurz mal Ton ausschalten. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldatinnen sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter Urbosa, lenkt meine Schritte, sagt mir, was ich tun soll. Weglegen. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Scheinbar will Link das auf jeden Fall nicht lesen. Die Zeichen hier hinten an der Wand im Übrigen, beziehungsweise an diesen Mosaikstein, sollten uns bekannt vorkommen. Die sollten wir aus dem... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube aus dem Geistertempel kennen. So, ansonsten haben wir hier oben nichts. Gehen wir mal hier wieder runter, mal schauen, was die jetzt sagt, wenn ihr mich sieht. Stehen bleiben! Egal, ohne Ahnung, darfst du hier nicht weiter. Lächerlich. Ich einfach hier hochklettern konnte. Hab ich mit dir schon gesprochen gehabt eigentlich? Ich glaube fast nicht. Okay, sprechen wir mal noch mit dir. Padoru, bist du hier zu Besuch? Dies hier ist das werte Gemach der ehrwürdigen Sandrobbe unserer verehrten Königin. Ah, das ist also Patricia, okay. Ganz besondere Sandrobbe, die auch als achtbares Orakel. Wenn du vor der ehrwürdigen Patricia ein Stück Obst ablegst, wird sie dir eine großzügige Weissagung verraten. Und sie wird ihre Weissagung sogar reimen. Ich habe so das Gefühl, dass das die achte Kriegerin ist. Halten. Legen wir also mal ein Stück Obst hin. In die Hand. Und jetzt? In der Wüste sind Sandstiefel ideal, im Schnee dagegen Schneestiefel. Das Mittel der Wahl. Was für ein Reim. Ja, aber ich dachte, der eine gibt mir Sandstiefel, hat mir aber Schneestiefel gegeben, der Idiot. Oder gibt's da doch keinen Unterschied? Ihre Ehrfurcht gebieten Worte haben mich zutiefst bewegt. Okay. So, wir hatten hier noch eine Tür. Ah, hier gibt es eine Gerudo-Lanze. Gut, begeben wir uns mal zu den Soldatinnen. Und sprechen mal kurz mit deren Anführerin. Und schon wieder du, wie oft muss ich es dir noch sagen, bevor du mich verschießt, raus hier. Wie? Billa hat was gesagt? Dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin ja die diensthabende Kommandantin Thekla. Sieht aus, als hätte die einen Bart. Vor kurzem wurde unser heiliges Erbe von Banditen der Jägerbande gestohlen. Also liegen unsere Nerven ziemlich blank. Wir wissen, dass sich das Versteck der Banditen im Kalzertal befindet, aber mittlerweile leiden meine Soldatinnen unter Erschöpfung, daher dachte ich darüber nach, externe Hilfe anzuheuern. Alle mal herhören! Dieser helianische Wahi wird uns von nun an unterstützen, helft ihr nach Kräften. Von heute an bist du eine von uns. Wenn du Fragen hast, wende dich an meine Soldatinnen.
Okay, das machen wir. Wo ist der Punkt jetzt eigentlich gelandet? Ah ja, hier. Wo steckt eigentlich Barretta schon wieder? Bla bla bla. Wegens versteckt aber. Jetzt schon 2 Tage her. Warst du zu lang in der Sonne? Wieso hast du sie allein gehen lassen? Und wieso hast du mir 2 Tage lang nichts davon gesagt? Es tut mir leid. Ich wollte nur kurz dort nach dem Rechten sehen. Da dachte ich, es wird schon nichts passieren. Toll gemacht. Jetzt müssen wir nicht nur nach dem Heiligen Erbe, sondern auch noch nach Barretta suchen. Die Kommandantin davon erfährt, dürfen wir zur Strafe 100 Runden um die Gerudo-Wüste laufen. Was machen wir jetzt bloß? Seid still und lasst mich denken. Okay. Sandtruppen. Oh, ja, immer so schlecht. Geil. Sandtruppen krank quasi. Nicht mehr zu Hause, hoffe nur, dass ihr nicht von Banditen angegriffen habt. Im Kalzertal gibt es außerdem schlimme Sandstürme. Vielleicht hat sie die Orientierung verloren und sich verlaufen. Ach, ich mache mir solche Sorgen. Beim Lanzentraining. Okay, es ist ja in Ordnung. Okay. Würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Zum Donner-Titan. Nicht zum Donner-Titan, zum Jäger-Versteck. Und vielleicht treffen wir auch auf die jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen von der alten. Barretta. Vielleicht treffen wir auch auf Barretta dort an der Stelle. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Lassen wir uns einfach überraschen. So, kleine Pause. Muss mal ganz kurz mich ausschnauben hier. Okay, weiter geht's. Wir sind hier am Jito-Schrein und machen uns jetzt auf in das Jägerversteck, in das Versteck der Jäger. Und dafür sollten wir erstmal die bestmögliche Ausrüstung anziehen. Und dann hoffe ich, dass wir diesmal jetzt tatsächlich auch hier eindringen können. Schauen, ob wieder irgendwelche nervigen Jägerkrieger auf uns hier warten. Eigentlich haben wir die ja das letzte Mal schon alle geplättet, als wir uns das hier angeschaut hatten. Schauen wir also mal. Wir haben aktuelles Masterschwert ausgerüstet. Oh, und das Tor ist tatsächlich offen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es denn gedacht? Und damit sind wir drin im Versteck der Jäger. Was haben wir denn hier? Doppelschussbogen. Den Scheiß können sie selber ballen. Schauen wir uns erstmal um. Ja, wo geht's denn hier weiter? Das ist erstmal eine sehr gute Frage eigentlich. Können wir natürlich jetzt einfach mal die Fackel nehmen und diese Dinger hier alle abbrennen. Wir brauchen die Fackel, Link. Und dann zünden wir hier mal ein bisschen rum. Ungefähr so. Okay, hier gibt es eine Schatzkiste. Mal schauen, was hier drin ist. Ein Saphir. Okay. Weiter geht's. Der Stelle hier. Und was finden wir hier? Fledermäuse. Die hätte ich getrost verzichten können.
Dann hier. Noch mehr Fledermäuse. Auch alle drei erlegt. Wir können mir vorstellen, dass es tatsächlich hier weitergeht. Deswegen schauen wir erstmal hier dahinter. Oh, es könnte auch hier dahinter weitergehen. Tatsächlich geht es hier weiter. Okay. Schauen wir uns mal den anderen Spaß noch an. Hier haben wir noch eine Schatzkiste, okay. Sehr gut. Mit einem violetten Rubin. Hier geht's wie gesagt weiter. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir noch so eine komische Mondsichel. Kopfsammler. Also gibt es hier quasi nichts zum Abbrennen. Aber das können wir noch anzünden. Und auch hier nochmal Fledermäuse dahinter. Und damit können wir eigentlich die Fackel jetzt ablegen. Und uns den Knorrenbockstock zurücknehmen. Also gehen wir weiter. Schreiten wir weiter voran im Jägerversteck. Schauen wir uns kurz um. Nichts zu sehen hier. Versteck der Jäger. Oh, hier scheint Baretta zu sein. Vielleicht sprechen wir mal kurz mit ihr. Ob das eine Falle ist? Nein. Was machst du hier? Das hier ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung, dann ist alles aus. Wir bräuchten irgendetwas, um sie abzulenken. Denn wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Wenn sie nicht gerade Bananen essen, geil. Hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Lauf einfach weg, ja? Nö. Aber wir sollten uns auf jeden Fall nicht entdecken lassen. Oh, der ist sogar relativ stark. Wie ich das sehe. Wir können es ja mal mit der Schleichausrüstung probieren. Die lässt uns ja doch relativ leise agieren. Und wir können hier ein bisschen um die Ecke schauen. Ah ja, dort haben wir den Jägerkrieger. Was hat denn der für ein Schwert? Das Schwert sieht halbwegs interessant aus eigentlich. Die Frage ist, ob ich den überfallen kann. Wisst ihr was, ich probiere immer mal mit Glück. Schwert wechseln, ganz schnell. Okay, hat tatsächlich Verstärkung gerufen, der Wichser. Uiuiuiui. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Der ist relativ stark. Sorry. Erneut versuchen. Da brauchen wir wohl einen anderen Plan. Das wird dieses Windschwert gewesen sein, wahrscheinlich. Die Verteidigung habe ich weniger mit der Ausrüstung. 9, 18, 27. Boah. Vielleicht hätte ich dann einfach meine Kleidung wechseln sollen. Wir sprechen einfach nochmal mit dir. Also, wenn sie mich entdecken, rufen sie Verstärkung.
Ich würde ihn trotzdem gern besiegen wollen. Ja, so ist es ja nicht. Du wirst ein Schwert haben. Warum hat Mifas Gebet eigentlich nicht gewirkt? Ja, ich hab's doch hier. Das ist eigentlich wirklich eine ganz interessante Frage. Warum Mifas Gebet nicht wirkte. Okay. Dem Trio extra Boomerang vielleicht agieren. Oder mit dem Elektroschwert. Vielleicht können wir mit dem Elektroschwert bezwecken, dass der seine Waffe fallen lässt. Nehmen wir so wieder das große Elektroschwert. Mal schauen, inwiefern wir uns anschleichen können. Dass wir ihn vielleicht auch überfallen können. Ich will den besiegen. Genau, genau so meinte ich das. Sehr, sehr gut. Genau so sollte das sein. Oh, hier unten ist die nächste Ware. Können wir uns hier runterschleichen, ohne dass er mich sieht? Und die nächste Frage ist, sind hier noch mehr Wachen unterwegs? Drin ist auf jeden Fall schon mal eine Schatzkiste. Das Problem ist, er schaut immer hier vor. Das heißt, kommen nur sehr schwer an ihm vorbei. Und über oben ist ja nicht viel, weil wir müssen durch das Tor dort. Wie machen wir das? Was liegt denn dort eigentlich noch oben drauf? Ist das ein Bogen? Ja, ein stinknormaler Bogen. Ich gehe mal davon aus, dass er mich jetzt hier entdeckt. Wenn nicht, wäre das auch in Ordnung. Oder bist du ein bisschen dämlich eigentlich? Okay, also hat mich nicht entdeckt. Ist dann scheinbar doch ein großer Trottel. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ein Saphir. Was ist jetzt hier oben? Ach, das ist bloß so ein Kopfsammler, okay. Und wir dringen den nächsten Abschnitt vor. Okay. Was haben wir denn hier noch? Das würde mich ja mal interessieren. Ah, okay, hier kommen wir in den gleichen Raum. Nur weiter oben. Oh, und hier haben wir diverse Schwertbananen, Alter. Alter, was machen die denn? Fressen die wirklich den ganzen Tag nur Bananen? Torbass gefunden, sehr gut. Wir haben hier auch noch eine Leiter, die aber mehr oder minder ins Nichts führt. Okay. Kommen wir hier rüber geflogen? Ich schätze fast nicht. Also wir haben hier 1, 2 Waren drin. 3 Waren sogar. Das wird schwer, sich an jeden einzelnen ranzuschleichen. Ich speichere mal ab hier
Speichern ist momentan nicht möglich, okay. Wir sollten versuchen, hier nicht zu sterben. Kommen wir hier nicht irgendwie von hier aus drauf? Nein. Schade. Wir müssen zwingend von hier agieren. Okay. Aber ich werde nicht direkt von hier dort rankommen. Puh. Stell das sicher drauf. Tatsächlich. Macht er. Hier gibt es diverse Edelsteine. So. Der hin. Wie läuft der? Ich schaue mir jetzt die Bewegung nochmal genau an. Ja, ich sollte den also erwischen, bevor er dort ist. Shit, Alter, der wird gleich Verstärkung rufen. Jetzt gibt's hier gleich wieder richtig auf die Fresse. Ah, das ist schlecht. Kleidung müssen wir auf jeden Fall wechseln. Oh Mann, Alter, das sind drei starke Gegner. Ja, genau das meinte ich. Der lässt seine Waffe nicht fallen, der Wichser. Oh, das war wichtig. Danke. Boah, ihr Wichser, Alter. Verpisst euch alle. Könnte ich den jetzt nochmal noch zu mir nehmen? Wir haben doch noch diese Abwehrspeise, oder? Hoffentlich. Jawohl. Auch wenn es nur Abwehr Level 1 ist. Und vielleicht mit einem Zweihänder hier agieren. Okay, also wir dürfen uns trotzdem nicht von dem Schwert treffen lassen. Wenn uns das Schwert trifft, sind wir verloren. Okay, erneut versuchen. Mal schauen, ob wir das jetzt nochmal von vorn machen müssen. Es scheint fast so. Ja. Okay. Okay, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und scheinbar müssen wir uns dorthin dann einfach schleichen. Nützt ja alles nichts. Der mich jetzt hier entdeckt. Ich hoffe, der sieht mich nicht, wenn ich hier oben hänge. Das ist tatsächlich dumm. Geil. Wie ich mich hier verstecken kann. Wer hätte es gedacht? So. Den machen wir aber fertig. Und tschüss. So, weiter ging's hier unten. An den mussten wir uns auch anschleichen. Der Schatzkiste war, glaube ich, ein Schmuckstück drin. Mal schauen, ob mir das nochmal so gut gelingt. Jawohl. Also, holen wir uns nochmal das Schmuckstück hier.
den Saphir und schleichen jetzt weiter durch den nächsten Raum. Da war ja die Möglichkeit einmal hier und einmal von oben. Die ganzen Schwertbananen müssen wir natürlich auch wieder einsammeln. War eine Schatzkiste? Nein. Also, das gestaltet sich dann doch insgesamt gar nicht so einfach. Und was war hier drin? Auch immer Schmuck, oder? Genau, Topaz. Und dann sollten wir uns jetzt einen besseren Plan hier zurechtlegen. Ich glaube, wir müssen hier rüber zu der Leiter irgendwie kommen. Weil wir, wie gesagt, glaube ich, das mit dem Fliegen funktioniert nicht so. Aber wir können es aber einfach mal versuchen. Oh, es funktioniert halt doch einfach so. Silberner Rubin. So, wir sollten versuchen, hier möglichst nicht abzustürzen. Oh, und dann ist aber hier hinten noch so eine Wache, an der wir wieder vorbeikommen müssen. Können wir die denn ausschalten? Ah, hier haben wir noch eine Leiter, an der es nochmal runter geht. Die Frage ist, wohin geht's hier runter? Okay, das sollten wir vielleicht mal mit einem Feuerpfeil hier abfackeln. Okay, das funktioniert so nicht. Also, dort kommen wir schon mal nicht weiter. Shit, Mann. Das ist ein schlechter Scherz hier gerade. Oh, ich habe natürlich eine Idee. Können ihn natürlich so von seiner Tür weglocken. Und hier durchgehen. Das war ja mal gar nicht so verkehrt. So, schauen wir mal hier rein. Hier sehe ich auf den ersten Blick keine Wache. Weiß nicht, ob das eine Falle ist. Schwertbanane. Das war keine Falle. Okay. Sind wir falsch gegangen? Scheinbar sind wir falsch gegangen. Also erstmal wieder zurück. Und dann mal schauen, ob das Ding hier noch einen Ausgang hatte. Den dürften wir ja jetzt eigentlich relativ easy ausschalten können. Und tschüss. Uiuiui. Alle, hier sind einige unterwegs. Vor allem die Wache dort stört mich ein bisschen. Okay. Wie lösen wir das denn jetzt am dümmsten? Vielleicht sollten wir die doch nach und nach ausschalten. Den hier sollten wir auch relativ easy bekommen hier.
Jawohl. Das ist auch der erstmal Geschichte. Schauen wir uns doch mal an, ob wir den irgendwie auch plätten könnten. Alter, die Kamera macht mich schwach. Puh. Das ist nicht ganz einfach. Wir könnten höchstens nochmal in der Mitte hochklettern. Und uns nochmal einen Überblick verschaffen. Das wäre, denke ich, eine Maßnahme. Das funktioniert so nicht. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir von weiter oben kommen. Okay, wir haben hier hinten noch eine Leiter. Die klettere ich jetzt mal hoch. Schauen wir mal, wo die mich hinführt. Beziehungsweise können wir einfach mal schauen, ob wir von hier aus zu einem anderen Ausgang kommen. Bin jetzt, glaube ich, hier drauf. Jawohl. Das war der andere Eingang, den ich hätte wählen können. Ah, und hier haben wir noch einen... Nein. Das ist auch kein anderer Ausgang. Das gibt's doch gar nicht. Ich mich verlaufen. Boah, lecko mio, Alter. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sie hier vielleicht reinfliegen? Das war schon mal stark gelöst von mir. Versuch's mal mit Trevalis Sturm. Toll, es geht natürlich jetzt gerade auch nicht nach unten. Jetzt aber. Jawohl. Aber hier sind auch nur Schatzkisten. Boah, da wirst du doch bekloppt. Ein goldener Rubin. Und noch ein goldener Rubin. Viel mehr hat mir das Ganze dann aber auch nicht gebracht. Können wir das Ding abfackeln hier. Mal schauen, wo ich das hinbringe. Ah, das bringt mich auch wieder in den Raum hier. Hm. Sorry. Nein, aber das bringt mir auch nichts. Aber... vielleicht können wir so noch einen Ausgang finden, einen korrekten Ausgang. Boah, war das wieder knapp. Also, schauen wir uns mal den Raum nochmal an. Von der mittleren Plattform. Das hier haben wir weggeschossen, dahinter war ein Raum. Ist hier noch was zum Wegschießen? Wo sich eventuell dahinter ein Raum befinden könnte. Können wir höchstens nochmal hier durchgehen, wo die Wache war. Und nochmal genau schauen. Wie hier irgendwas zum Wegschießen haben.
Nein. Nein. Gibt's da gar nicht. Ah, hier haben wir noch eine Schatzkiste versteckt im Übrigen. Holen wir die erstmal raus. Hier sind einige Schatzkisten versteckt, sehe ich gerade. Topaz. Ah, und was haben wir denn dort? Dort haben wir ein Versteck. Also, wir haben schon mal gefunden, wo es weitergeht hier. Dank der Schatzkisten im Boden. Schauen wir hier rein. Rhodonit. Okay. Ah. So lässt sich die Tür also drehen. Und jetzt sind wir hier draußen gelandet. Okay. Aber scheinbar passiert jetzt hier gleich was. Lassen wir uns überraschen. Hey. Er sieht ganz schön fettbräuchig aus. Wer bist du und was machst du an meinem Schlafplatz? Hm? Was trägst du denn da am Gürtel? Ist das etwa der Shika-Stein? Wenn du den Shika-Stein hast, das bedeutet ja. Du bist Link, der, nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Juhu, was für ein Glück. Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von allein in unser Versteck. Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen überaus wohlklingenden Namen verraten. Meister der Jäger. Der Starke, der Prächtige, der Unübertreffliche. Koga. So, der dich jetzt umbringen wird. Okay. Wir nehmen das Master Schwert und definitiv unsere stärkste Rüstung. Alter, was wird das denn? Könnten wir vielleicht andere Pfeile nutzen? Und vor allem den anderen Bogen. Oh! Liegt am Boden, weil er seine eigene Bombe abbekommen hat. Okay. Das ging ja schon mal relativ easy. Runde 2 scheinbar. Oh, 2 Bomben jetzt. Okay, das hat uns ja erstmal gar nichts gebracht. Schauen wir mal, was er mit den Bomben macht. Ah, wir müssen ihn im richtigen Moment treffen. Shit. Okay, ich weiß schon, wann ich ihn treffen muss. Jawohl. Also, wir müssen ihn jetzt treffen, wenn die Kugel natürlich über ihm ist. Sehr logisch. Jawohl. Und weiter geht's mit Runde 3. Oh. Riesenbombe. Alter Schwede. Alter Schwede.
Okay. Wir müssen also selber mit unserem Magnetmodul arbeiten. Das war ja easy, jetzt der letzte Streich. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde. Und dann auch noch durch deine Hand. Es ist zum aus der Haut fahren. Ganz ruhig bleiben. Das darf noch nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben. Ich hab's. Was hat denn jetzt noch für einen Plan? Jetzt hast du es geschafft, ich mach ernst. Meine über Generationen vererbte Geheimtechnik macht dir den Gar aus. War schön mit dir. Was passiert jetzt noch? Noch eine Kugel. Vielleicht etwas groß geraten, die sehen gar nicht mehr. Ach, egal. Das war's. Jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik, nur ein Meister kann sie beherrschen. So viel dazu. Und tschüss. Du Feigling, man wird sich an mich erinnern. Die Jäger werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Oder auch nicht. Und wir erhalten eine Schatzkiste. Mal schauen, was wir in der Schatzkiste finden. Den Donnerhelm. Das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jäger zurückerobert hast. So, ihr willst Navos widerstehen können, halte ihn in Ehren, bis du ihn Rijo zurückgibst. Okay. So, da war ja noch Baretta eigentlich zu retten. Schauen wir mal zu ihr. Ob sie mittlerweile frei ist. Scheinbar sind die Jäger auf jeden Fall alle verschwunden. Da sammle ich mir doch mal noch die Edelsteine hier ein. Da sage ich definitiv nicht nein dazu. Okay. Das war's an der Stelle. Jetzt hier. Ah, hier war die Leiter, genau. Hier die Treppe runter. Und hier hoch. Also seine Jäger, Krieger bzw. Soldaten, die er hier noch hatte, die fand ich persönlich stärker als ihn selbst. Ah, okay. Baretta ist auch befreit worden. Revalis Sturm ist bereit. Dann können wir ja uns verabschieden von ihr. Und uns aufmachen zu den Gerudos. Alter, wo will ich denn hin? Mann. Und dann würde ich sagen, machen wir dort an der Stelle beim nächsten Mal weiter, denn die Zeit ist um. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihm so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann geben wir das nächste Mal den Donnerhelm ab. Hier in Gerudo-Stadt bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und machen uns wahrscheinlich dann auf zum vierten Titan. Bis dahin, macht's gut.